Herzlich willkommen zu unserer Neujahrssendung. Und zwar habe ich einfach so als Dank, dass ihr immer wieder meine Videos anschaut und fleissig teilt. Als Dank für die, die natürlich Örgeli gekauft haben oder Örgeli gemietet haben bei mir. Als Dank einfach für alle Volksmusikfreunde. Mir überlegt, dass ich gerne wieder eine Sendung aufnehme. Und in dieser Sendung werden der mal wirklich auch Schüler von mir spielen, wo ich auch Freude habe. Weil darum mache ich jeden Tag oder gebe mein Bestes und lerne immer wieder neue Stückchen, natürlich auch für die Schüler, damit die daheim können im Online-Kurs oder auch bei mir im Unterricht genau diese Stückchen auch lernen. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spass. Wir haben versucht, ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Viel Spass beim Zuhören. Ihr dürft das Video gerne teilen, kommentieren und habt einfach Freude an der Musik. Pascal hat gerade den Anfang gemacht mit dem Stückchen «Willkommen, Leano». Und ja, das ist der Sohn, der das Jahr auf die Welt gekommen ist von uns.
Und er hat ihm das Stückchen gewidmet. Genau, mit dem Stückchen begrüße ich euch ganz herzlich und wünsche euch viel Vergnügen bei dieser Sendung und ein paar schöne Minuten mit der Musik. Dann spielen wir den Rigi Teufel. Das war die Antrinkende, gespielt von Manuela. Super gut! Danke! Sie spielt das erste Mal mit einer Bassgeige zusammen heute und ja, ist zwei, drei Mal bei mir in der Stunde gewesen. Ist aber jetzt wirklich eine Schülerin, die seit eineinhalb Jahren, gell? Ja, Manuela, eineinhalb Jahre ist es. Spielst du? Im Online-Kurs spielt und erzähl gerne mal, ja, wie ist das für dich, so online zu lernen? Für mich ist es viel besser, online zu lernen, obwohl ich gerne zu dir komme. Ich bin Hausfrau, Mutter, habe Bauernhof und dann kann ich jederzeit, wenn ich Lust habe, am Morgen, am Mittag, am Nachmittag oder am Abend schnell mhm. oder lang. Mhm. Ich finde viel mehr Vorteile von online. Eben, da kann ja. man immer am Wochenende und mhm. muss nicht einmal die Woche gezielt irgendwo her, eine Stunde. Oder? Ja. Ja. Ja, das ist super. Sie ist für mich wirklich so eine Schülerin. Ja, ich sehe ja nicht immer, wer den Online-Kurs abonniert, aber dann hat sie mir geschrieben, darf ich mal in die Stunde kommen.
Und dann hatte ich einfach auch Freude, wenn man sieht, dass die Schüler dann wirklich im Takt spielen, dass sie die richtigen Töne brauchen, dass sie den richtigen Bass spielen. Und da ist für mich ein grosser Vorteil, weil viele fragen, ja, nach Gehörspielen ist sicher mega anspruchsvoll und es ist sicher etwas anderes als nach Noten. Aber meine Erfahrung ist ganz klar, ich habe 20 verschiedene Menschen Noten mitgegeben. Jeder spielt ein Stück ein bisschen anders. Und wenn sie aber dann halt im Online-Kurs hören können und mitspielen, dann ist es wirklich, dann ist es einfach richtig gespielt und ja, das macht mir auch Freude. Und sie spielt erst eineinhalb Jahre und ich finde es super und mega schön, bist du gekommen. Mir gefällt es auch. Dann noch eine weitere Frage, Manuela. Die einen fragen mich, ja, kann man den Schweizer Rögli noch spielen, wenn man jetzt schon 30 war oder halt erwachsen, weil es doch eher ein anspruchsvolles Instrument ist. Was sagst du dazu? Also ich sage, es gibt kein Alter, für das zu anfangen. Man muss es einfach gerne machen und Freude haben. Und ja. Ich glaube, man kann auch mit 50, 60 noch anfangen. Also, ich denke, das Alter spielt keine Rolle. Ja. Ich bin jetzt auch 40 und habe erst angefangen. Ja, also das ist sicher etwas. Ich habe mit 8 angefangen und natürlich ist es ein grosser Vorteil, gerade auch, was wahrscheinlich die Fingerfertigkeit angeht, oder? Wenn man von klein auf das halt spielt. Aber es ist ein gutes Beispiel, finde ich, ja, das zeigt, dass man auch erwachsen mit Kind und eben gerade online von daheim aus. Also mega schön und ja, macht Freude. Weiter so. Danke. Thank you.
So, jetzt haben wir noch eins gespielt. Pascal mit der Steirischen und ich mit der Handorgel. Also auch da ist eine Möglichkeit, die man lernen kann. Für mich ist es etwas zwischen der Handorgel und Schweizer Orgel. Vielleicht noch ein wenig die Idee von meinem Online-Kurs habe ich vom Ziechfuchs. Und er hat zum Beispiel die Steirische von der Online-Schule vom Ziechfuchs gelernt und finde ich eine super Sache. Genau. Dann spielen wir gerne einmal live. Thank you.
Das wäre Spaghetti am Teffer gewesen. Und zwar gespielt von der Stefanie Eglinger. Genau. Erzähl mir mal, wie lange spielst du schon und wie hast du gelernt? Also ich habe mit 12 Jahren angefangen zu spielen. Also jetzt im Herbst waren es 5 Jahre gewesen. Und ich habe hauptsächlich am Anfang mit Noten und nachher habe ich angefangen auch ohne Noten. Und zwischendurch habe ich auch den Online-Kurs abonniert. Ja, genau. Und jetzt, ja, gehe ich einfach zu den Wohnen, wenn es passt, so zwischendurch. Ja, genau. Ja, sie ist so ein Beispiel, wo eben mit Videos viel lernt, mit dem Online-Kurs und kommt einfach zwischendrin vorbei, was für mich einfach angebig ist, wenn Schüler haben können, wenn sie etwas brauchen und nicht jede Woche, wenn man muss in die Stunde. Das finde ich super und ja, hast ein riesen Talent, Stefanie, mach weiter so. Finde ich grundsätzlich auch schön, wenn Junge auch Schweizer Orgel spielen oder auch Handorgel, ist gleich mal, halt sich für die Volksmusik können begeistern. Und darum, ja, möchte ich hier gerade noch erwähnen, dass wir eine Stiftung haben, und zwar Kinderherz Musik heisst die. Wir tun sie gerne einblenden. Und ich bin immer wieder froh über Spenden, damit ich einfach auch kann, zum Teil Kinder wirklich den Musikunterricht ermöglichen, wo vielleicht das Geld nicht so rum ist, oder mal ein Orgel zur Verfügung stellen, was die Eltern einfach nicht vermögen. Also danke auch hier dafür. Gut, dann spielen wir noch mal eins. Und zwar der Schubidubi. He? Natürlich nicht unterlassen, Markus Frey Danke zu sagen, weil wir sind hier im Restaurant Gade zu Unterwasser und ja, bin immer wieder froh, wenn wir irgendwo in eine schöne Beiz dürfen, die ein bisschen heimelig ist und die Musik passt. Also danke vielmals, Markus. Sehr gerne geschehen. Wir kennen uns ja relativ lange schon. Wir haben schon bei uns noch einen Ruck, in einer Art unsere Hausmusik gewesen. Ja, und genau. Wir haben ein Menge schönes Fest mit euch hier oben gehabt. Du bist natürlich schon immer auch sensationelle Schweizer Orgel gsi, von dir schwärmen immer alle. Und ja, uns freut es immer wieder, wenn du dich meldest und fragst, ob wir kommen dürfen. Und auch für Gäste ist es mal etwas anderes, wenn sie am Abend zum Essen noch mal ein bisschen Musik haben. Ja, das freut mich. Sehr schön. Also, wenn ihr mal einen Ausflug machen ins Toggenburg, Restaurant Gade, sehr zu empfehlen, super Küche, einfach ein wunderschönes Ambiente, finde ich. Vor allem oben rein war ja mal ein Stall, oder? Genau, da oben war die Heubühne und am unteren Teil hatte es etwa 20 Kühe. Ei, ei, ei. Genau. Danke. Danke auch vielmals. Thank you.
Das war der Herzkäfer. Und an dieser Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich seit letztem Jahr angefangen habe, Schweizer Örgeli zu vermieten, aber auch zu verkaufen. Gerade jetzt da, wo der Pascal zum Beispiel hat, ist ein Reistwiesler, ein Berner Örgeli, das zum Verkaufen ist. Also ich habe hier zwei, drei ganz gute Leute, die mir von der ganzen Schweiz Örgeli bringen. Also wenn jemand gerne anfangen möchte, empfehle ich natürlich am Anfang, den mieten mal eins für 60 Franken. Damit du auch siehst, gefällt es dir wirklich, macht es dir Freude. Und nachher kann man wirklich auch später mal eins kaufen. Also wer Interesse hat, darf mir gerne eine E-Mail schreiben. Gut, dann spielen wir noch den Heliflug. Das war es jetzt wieder von der Sendung. Ich hoffe, ihr habt Freude und ein bisschen Musik geniessen können. Wir wünschen euch von Herzen alles Gute, ein gesundes, tolles, wundervolles Jahr 2023. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns einmal am Festli. Irgendwo
jetzt, wo wir wieder dürfen, unter die Leute Musik machen. Danke. Thank you.